So, herzlich willkommen zurück zu Gramfeste. Immer noch Tümmel, die Erweiterung. Wir haben jetzt letzte Folge mal die Hauptmission weitergemacht. So, wir haben übrigens noch was bekommen, was mir komplett untergegangen ist. Nämlich, wir haben ja dieses komische Band da abgegeben. Vom Barisalz, also so ein Ring, wo eigentlich, also für uns war ja keine Macht drin, aber die Typin hier in der Mitte, die Almexia sagte, hier, das ist total krass und so. Da ist es halt so der Fall, dass sie uns halt Almexias Licht gegeben hat. Das heißt, wahrscheinlich wieder eine Sache, die wir einmal machen können am Tag. Und da können wir uns sofort sozusagen alle die Hauptattribute, die 8 Stück, für 25 Punkte sozusagen wiederherstellen. Also wenn wir irgendwo mal krank wären oder sowas, hätten wir uns jetzt sozusagen immer wieder sofort das Ding wenigstens einmal am Tag wiederherstellen können. Boah, geht so, würde ich sagen, oder? So, markieren brauchen wir auch nicht mehr. Geht so. So, jetzt das nächste. Jetzt sollen wir quasi 24 Stunden warten. Dann würde der nächste Hauptmission durchgehen. Ich hab ja mal, ich gucke ja immer mal wieder ein bisschen nach, ne, weil ich ja nicht zu viel Pausen dazwischen haben möchte und auch für euch, ne, ein bisschen spannender, für mich auch, aber auch für euch, dass es ein bisschen spannender ist. Ich bin ja vollkommen falsch gelaufen. Dass wir halt ein bisschen vorankommen. Ich gehe schon mal da, wo ich was gelesen hatte. Richtig? Falsch? Sehr gut. Warum ich hier, also, keine Ahnung. So, wir sollen jedenfalls theoretisch, ich kann noch mal speichern, vielleicht ist 109 noch richtig gewesen, wir sollen jetzt 24 Stunden warten. Jetzt sollen wir mit irgendjemandem reden. Bei den Dreien, meine Rechte und Pflichten. Habt ihr gehört, die Stadt wurde angegriffen. Magische Maschinen sind in Brindelplatz, da wo wir sind, eingedrungen. Nee, wir sind beim großen Bazar. Mist. Wir sind falsch. Das ist, glaube ich, der Platz, wo wir reingekommen sind, ne? Das müsste theoretisch dann doch hier sein. Genau. Was ist denn hier schiefgelaufen? So den Waffen, treibt diese Kreaturen zurück! Alter, wer sind das? Rattenmechan. Rezier des Rattenmechan und Wert 100. Attribut festieren. Nimm sie mal mit. Würde ich sagen. Riesenmechan, okay. Nimm die mal mit. Vielleicht brauchen wir die irgendwie irgendwann noch. Die Originatoren haben auf jeden Fall hier kurz mal einen kurzen Prozess gemacht mit den Dingern. Also nochmal, was können die? Wenn wir sie einnehmen, Attribut festigen, Stärke. Ah ne, es sind verschiedene. Es gibt Stärke festigen und Schnelligkeit festigen für 10 Sekunden. Okay, gut. So. Dieser Angriff muss gemeldet werden. Wir werden hierbleiben und den... Okay, geht zu Tinius Deditan. Scheiße, wo ist denn der? Okay, ich guck mal nach, wo der ist. Okay, wir haben einfach mit... Also, wir könnten den jetzt suchen, aber wir können auch einfach mit so einem High-Ordinator reden. Und der sagt uns, geht zu Phaedrus. Und Phaedrus, das ist ja für uns ein Tick einfacher, hinzukommen. Phaedrus, mein Duder, ich habe von diesen Angriffen auf die Stadt gehört. Trotzdem tut, dass ihr davon berichtet habt. Ich habe einige Hochordinatoren ausgeschickt, um die Situation zu bereinigen. Ihr könnt mir auf andere Weise helfen. Ich möchte, dass ihr die ungewöhnlichen Ereignisse untersucht. Das machen wir. Diese Angriffe sind eine Beleidigung für die Stadt und die Fürstin. Wir müssen mehr darüber in Erfahrung bringen. Wie ich höre, hat sich auf dem Platz eine Passage aufgetan, die zu einem Dwemer-Ruin führt. Das Denkmal wurde zerstört und seine Überreste entdeckte man eine Öffnung, aus der die Kreaturen herauskamen. Vielleicht stammen sie von den Dwemern. Man sagt, dass sie zumindest teilweise mechanischer Natur sind und ersucht diese Ruinen in Osteroden. Tja, wir haben Start. Hey, ich bin nicht sehr beschäftigt. Was wünscht ihr? Okay.
Okay. Also auf Deutsch in der Mitte hier, oder was? Ach, deswegen, das ist hier quasi... Ah! Guck mal, einer, schau! Wie kann ich denn hier rein? Wow. Okay. Und hier sind die Metallstücke. Was ist denn das? Zwergenfunkenfall, okay. Die haben ja nur diese komischen Indiziere dabei. Ich weiß nicht, soll ich die jetzt noch mitnehmen? Ich glaube nicht, oder? Guck mal, Jungs, wir machen es mal so. Ich nehme jeweils einen davon mit. Weiß, was wir noch brauchen. Was wir brauchen, sind die Metallteile. Dann können wir nämlich die... Guck mal, die Leiche beseitigen hier. Die auch. Können wir nämlich die Metallstücke vielleicht so finden und diesen Nebenauftrag da machen. Okay. Hier hinten war noch einer. Sehr schön. Wieder zwei Metallteile. So, wir müssen gucken. Vielleicht können wir auch irgendwo Adamant abbauen. Kann ich hier drinnen? Oh ja. Das ist ja aber alles nicht Adamant, ne? Nee, nee. Sieht aber geil aus. Sonst. Okay, hier gibt es auf jeden Fall zwei Öffnen. Halle des Windes. Passage des Flüsterns. Zehn Stück brauchen wir übrigens. Wo noch ein paar? Alter, hier geht's ja überall lang. Halle des Heulens. Der ist Aschehaufen, okay. Cool, dass die auch neue Gegner. Was ist das eigentlich für ein Fall? Normaler Zwergenfall. Weiß ich nicht, ob ich den habe, deswegen nehmen wir den mal mit. Bremische Truhe. Das ist gut. Nehmen wir mit. Ah, die Münzen brauchen wir. Nee. Ist noch was oben drauf? Nee. Was ist denn hier? Was? Vergossenes Dremeröl. Haut mich jetzt nicht so richtig um. Wir müssen unsere Waffen mal wieder reparieren. Ich glaube, die macht nie wirklich viel Schaden. Alter, voll den Kopf abgehauen. Nice. Die 7 haben wir. Puh, okay. Also, erstens Waffe reparieren, dass wir Schaden, mehr Schaden machen. Chemische Tür. Erstmal nichts dran, das ist schon mal gut. Ein paar dremische Sachen, das ist mir eigentlich relativ pumpe. Komischer Zylinder, ist der was wert eigentlich? Nur so für. Nee, mal 7. Oh, was liegt denn hier rum? Der Zwergenstreitkolben, okay. So, was haben wir jetzt hier gefunden? Dremisches Luftschiffpläne, die nehmen wir mal mit. Die klingen ja irgendwie nach. Mission. Okay, scheiße. Muss ich mal hier rausfinden, wo wir hier schon waren, wo nicht. Ich glaub, hier waren wir noch. Nee. Wie viele Metallteile haben wir? 9. Eine brauchen wir noch. Eins brauchen wir noch. Okay. Ah, schade. Nichts drin. Nicht das, was wir brauchen, quasi. Auch nicht. Was ist denn oben drauf? Bremischer Helm. Haben wir definitiv schon. Sag mir nicht, dass wir hier jetzt wirklich ein Short sind. Wir sind ein Short.
Okay. Du, es gibt auch noch mehr Hallen. Also wir werden bestimmt noch mehr, mehr antreten. Du, das war erstmal... Okay. Das war erstmal die Passage und jetzt haben wir auch alle. 10 Stück haben wir. Nice. Dann können wir die mal wegmachen, dann sind wir nämlich nicht mehr so... Ups. Sind wir nämlich nicht mehr so langsam. Ja, diese komischen Tränke nehmen wir auch mal weg. Die komischen Pläne. Gut. Geht denn hier rum? Alter. Jawohl. Ach, ich mach gar keinen Schaden mit meinem Feuer. Deswegen, der widersteht die ganze Zeit der Magie. Ich mach quasi keinen Feuerschaden auf die. Das ist natürlich, oh. Geht so, würde ich sagen, ne? Lauf mal weiter. War irgendwo reingelatscht in Radax. Oh, das war ein normales Sphäre, okay. Sieht, dass sie hier Ventilator angebracht haben. Geil. Nicht cool. Ist ja ein riesen Bereich. Was ist das denn? Verdossen diese komische Dwemeröl immer. Stimmt, Vulkanblas. Wie gesagt, wir suchen Adamant, ne? Immer den Schmieder haben wir mit, weil wir haben nicht mehr so viele. Altes dwemisches Buch. Du, das bringt uns ja wieder mal überhaupt gar nichts. Auch das nicht. Du, das ist immerhin 150 wert. Also wer jetzt immer noch Geldprobleme hätte... Die Schmiedehammer, die nehmen wir mal mit. Was? Eine verbotene Sonde. Die Qualität ist ja maximal kacke. Ach, nee, Mann. Aber die Schmiedehammer, wie gesagt, die Schmiedehammer nehme ich mit. Eine Präparaturzange könnten wir, glaube ich, auch mitnehmen, aber die ist halt also noch schlechter, glaube ich, ne? Als ein Schmiedehammer. So. Guck mal, ob hier überhaupt coole Sachen drin sind. Coole Sachen sind hier nicht drin. So, jetzt war es hier lang. Diese normalen Sphären, die können halt gar nichts, ne? Ist schon mal vorteilhaft. Autsch. Aber vergesst nicht, wir heilen ja auch, ne? Also das ist... Aha! Hier ist nicht weiter, aber... Also erstmal, aber wahrscheinlich später. Da müssen wir wahrscheinlich nochmal raus und dann... Hi. Gift für... Mach mal, ist das was? Gift für ein Jahrhundert... Aber Gift können wir ja heilen. Easy. So! Ja, wie gesagt, wer Geld haben wollte... Oh, oh, Memo. Hier geht's los, du. Ja, Vulkan, das nehmen wir auch mit. So, ich muss aufpassen, hier sind manchmal Schmiedehämmer drin, ne? Dwemische Sprengladungen. Ich glaube, das ist auch so Questgegenstand, oder? Das hört sich ja... Ah! Nee, ist das? Ist bestimmt hierfür. Da gehen wir mal dann lang. Na, wir müssen auch ein bisschen hier, ein bisschen Spannung aufbauen. Nee, ich weiß noch nicht, ob wir überall so schon lang gelaufen sind, deswegen. Wir merken uns das mal ganz kurz. Ist das hier auch so? Nee. Vor allem, wir haben zwei Springen. Also wir müssen auf jeden Fall in Radarats Tasten nicht gesehen rein. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir sind ja schnell. So ist nee. Hi. So, richtig Lust auf die Typen habe ich jetzt gerade nicht, ne? Weil wir einfach keinen Magie-Schaden machen. Dass diese Pfeile überhaupt nichts bei uns anrichten, ne?
Hier ist ansonsten nichts. Ich glaube, Halle des Heulens, da waren wir. Genau, das ist durch. Da wollen wir nicht nochmal kämpfen. Ich glaube, hier sind wir auch irgendwie hergekommen. Ja? Okay, perfekt. Wir haben alles andere sonst fertig. Wir können weiterlaufen. Machen wir das mal. Aber so wissen wir wenigstens, dass wir nichts hinter... Also, dass wir wirklich jetzt nichts zusammen vergessen haben. Das ist ja geil. Also, das haben sie cool gemacht, die Erweiterung. Das ist schon ein kleiner Unterschied zum Hauptspiel. Ein bisschen mehr Interaktion sind hier drin. Das ist ja Wahnsinn. Also, hier war ich auch damals, wo ich es durchgespielt habe, nicht. Oh, den durfte ich auch Magie verwenden. Weil das eine normale Dampfzenturie war. Ah, okay. Hier ist noch eine Felswand. Ich würde sagen, wir gucken jetzt erstmal hier. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch noch mal irgendwie Sprengladungen, falls man die am Anfang übersehen hat, wahrscheinlich. Ist ja auf jeden Fall mal ein bisschen rumgefeite. Schlecht ist es nicht für uns. Ich kann es auf jeden Fall ordentlich auch trainieren. Ja, was? Ich wollte schon sagen, hier irgendwas, also hier ein paar Diamanten oder sowas wäre schon cool, ne? Und eben Erz. Sehr gut. Und geht's wieder weiter? Laufen wir? Ey, warte mal, Stutz. Ich glaube, ich gehe da oben erstmal in den Gang nochmal rein. Das ist ja hier. Das ist ja hier wirklich am Arsch, der Heide. Ich weiß nicht, was auf den Tischen liegt. Ja, ein bisschen Schwerter, ein bisschen Krimskrams. Nichts Dolles. Also nichts, was wir schon nicht. Nichts, was wir nicht hätten schon. Hier waren wir noch nicht. So, brauchen wir auch nicht hin. Gut, da würde ich sagen, gehen wir mal in hier rein. Nee. Also hier, wir waren doch richtig. Scheiße. Und hey Jungs, ich laufe nochmal dahin. Es tut mir leid. Wahrscheinlich sind wir da wirklich vom letzten Endpunkt sozusagen, vom letzten Raum quasi, da haben wir uns quasi umgedreht. Das ist ja hier, also, ich bin vollkommen fasziniert. Muss ich euch ehrlich sagen. Ja, wir sind hier wirklich vom letzten Raum umgedreht. Was ist denn hier los? Erst verwendet werden, wenn die Maschine eingeschaltet wurde. Schlosskasten. Ich konnte gerade nichts drücken, leider. Steigt jetzt wieder meine Kenntnisse, was wir machen sollen. Ja, nicht zufällig irgendwas noch mit, außer ein paar Pfeile? Nee. Oben ist nach meiner Meinung nach auch nichts. Okay, also wir können die Hebel nicht benutzen, weil wir die Maschine einschalten müssen. Wir können die Maschine nicht benutzen, weil wir nichts mitgenommen haben.
Gut, dann gehen wir mal zu diesem komischen Schutthaufen. Vielleicht finden wir da was. Eieiei, das ist echt wirklich, ich find's cool, muss ich ganz ehrlich sagen. So, gehen wir mal hier durch. Wo sind wir jetzt? Norendendur. Die große Treppe. Sieht aus wie so ein altes, wie haben wir, eine dätrische Ruine, ne? Hier ist nur eine Tür. Hi! Lange nicht mehr gesehen! Lebt noch was? Ja, ja, da. Dwemer, Alter, mit Detra, mit Detra-Herzen. Ja, hier ist ja was los. Leute, das ist mal hier. Das wird mal so ein bisschen eine Kampfepisode werden. War eine Episode, wo ich überhaupt nicht durchsehe. Clanbands. Ach, süß, ey. Problem ist, man muss immer irgendwo oben hochgucken. Weil sie da bestimmt irgendwo irgendwelche. Ich kenne ja Morrowind, ne? So ist nee. Weil sie da irgendwelche Dienstände wieder ver. Versteckt halten, aber ich will es auch nicht überall, ich will auch nicht die Folgen nicht in die Länge ziehen. Also künstlich in die Länge ziehen und hier überall einzeln nachgucken. Das wäre jetzt auch für mich ein bisschen zu viel. Aber hier ist einfach mal astreine Sackkasse oder was? Okay. Okay, wir müssen wieder zum Ausgang zurück, theoretisch. Wir sind ja auch nur in eine Tür reingelaufen. Hier geht es ja eigentlich normalerweise noch weiter. Ist hier eigentlich rechts und links was? Nee. Okay, gut. Dann geht es hier noch weiter. Das ist die knirschende Zähne. Also wir haben jetzt zwei Türen, wo wir langlaufen können. Rechts oder links. Wir gehen erstmal zu den knirschenden Zähnen. Nicht zur großen Treppe, sondern... Ach du großer Gott. Hi! Das mal aus der Luft, aus den Lüften her. Ah, guck mal einer an, wen haben wir denn hier alles? Was, normaler Ahnengeist? Großer Ahnengeist. Hast du so ein Elektrospasmus-Ding da? Ja, Ektoplasma, genau. Das meine ich doch. Die hat auch wieder nur die typischen Waffen mit. Hier ist die Zitadelle von Mündrü. Also, was du hier machst, ne? Machst du falsch. So, warte mal. Laufen wir nochmal hier hoch. Das sind so typische Regionen, wo ich jetzt sagen würde, da würde ich persönlich, wenn ich jetzt hier Morrowind konzipiert hätte, würde ich hier Sachen verstecken. Aber ich sehe hier theoretisch nichts. Ach du großer Gott. Also wir haben noch die große Treppe und wir müssen noch hier rein. Und hier müssen wir ein bisschen was laden. Und hier geht es dummerweise auch richtig weiter. Hier geht's auf jeden Fall los, ne? Wisst ihr noch, wie wichtig damals goldene Heilige waren? Das war Wahnsinn. Also für uns war es damals wichtig. Man sieht die Teil des göttlichen Flüsters. Alter, wo sind wir hier? Oh, hi. Ist auch ein bisschen lustig kämpfen, ne?
Hätte ich einmal Schaden bekommen von meinen schummischen Feuerbällen? Willst du mich hier verarschen? Ja, dass du keinen Feuerschaden kriegst, ist klar. Ja, wir sind alten als normale Dwemer-Fürsten. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich angelangt? Alter Schwede. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich flasht es hier gerade vollkommen. Ich meine, man muss mal denken für Morrowind-Verhältnisse, ne? Aber ansonsten... Ist auch so ein Altar? Haben wir die umgebracht? Okay. Also wir sind, glaube ich, da reingekommen, genau. Wir können die... der Jammer graben. Oder die Basilika. Ist denn... Guck mal, Inascha. Hier ist der Jammergraben. Ja, wo sind wir hier? Ist es hier... Sollen wir hier oben sein? Ist das richtig? Sollte hier vielleicht irgendwas... Also hier, hier wäre ein geiles Versteck gewesen. Das hätte jetzt vielleicht nicht hier beim auf Anhieb gefunden. Wo sind wir, Mann? Wisst ihr übrigens, wie geil Levitation ist, ne? Also nur mal, um das mal aufzuwerten von, ich glaube... 1000 Folgen vorher schon. Noch ein Pfeiler, okay. Eine Schriftrolle des Schwarzsturms. Schwarz, Junge. Wo ist denn das? Dämische Seenaxt. Seenfalle. Also eine dämische Axt mit Seenfalle drauf. Okay, ich lasse mal an der Autostelle liegen, weil so toll ist sie nicht. Und die sieht hier viel geiler aus als bei uns im Inventar. Buch. Schütze haben wir jetzt eins. Jawoll! Jawoll, Leute! Wenn das nichts ist, aber jetzt mal ohne Witz, wo sind wir hier? Ist noch ein Trank oder was? Was? Hyroöther. Wehe, wir brauchen das, Alter. Das ist eigentlich unser Hauptquest hier. Irgendwie sollen wir... Ich sollte meine Informationen alsbald melden. Also wahrscheinlich müssen wir eigentlich eher einmal zurücklatschen nochmal. Die Frage ist, was bringt mir dieser Raum hier? Außer dass ich nichts sehe im Wasser. Von der Idee her, was bringt mir der? Bin ich jetzt hier für das Öl hergekommen? Es gibt hier mehrmals das Öl. Okay, weißt du was? Wir nehmen es einfach mal erstmal mit. Nicht, dass wir nochmal hierher laufen müssen für das blöde Öl. Wisst ihr? Dampfender Schlot. Geh hoch. Geh. Ja, was liegt da noch alles rum? Erstmal Draten. Draten sind erstmal wichtig. So, ein komisches Amulett, ein Löffel, eine Drake, ein grässlicher Ring des Wipernfluts, also für den Arsch. Ja, also der hat sich hier irgendwas zu essen gebraut. Warum kann man das anklicken? Muss man da irgendwie das Öl reinwerfen oder irgendwie sowas? Feuerschaden, 60%. Ah. I don't know, man. Aber hier gibt es so viele dampfende Kessel. Okay, also für mich, für mein Verhältnis her, würde ich sagen, es geht hier nicht weiter. Aber Wutz, also... Hier muss man auch irgendwie was machen können. Jetzt findet ihr erstmal wieder raus aus dem Bums, ne? Also, wie gesagt, vollkommen geflasht hier.
Vollkommen. So, laufen wir mal in die Basilika des göttlichen Flüsterns. Oh, also, wir haben direkt nett empfangen hier. Erstmal alle Atronarchen, die es irgendwie gibt. Ach, guck mal einer an, die Lipse, die ver... Hey, den kennen wir doch hier, oder? Wir kennen die alle, glaube ich. Sind hier die verschiedenen Götter quasi? Ja, hier sind wir reingekommen. Hier sieht es auch erstmal nicht so aus, ob es weitergehen würde. Die Frage ist, gibt es hier irgendwelche tollen Gegenstände? Was bist du denn, Junge? Sieht cool aus. Nö. Also erstmal jedenfalls nicht. Ich sehe jedenfalls nichts. Kann natürlich noch im Wasser unten sein, aber im Wasser ist mal so, ihr seht selbst, das sieht halt immer wundervoll aus hier im Wasser. Da hätte ich mir am Anfang vielleicht auch mal noch eine Motto holen sollen, dass das Wasser besser aussah. Oder aussieht. Ich würde glaube mal gucken wegen der Decke, ob da irgendwas noch ist. Also wenn es jetzt hier ein bisschen hektisch ist und ihr nicht alles, ich sehe auch nicht so viel. So ist nicht, aber ich will jetzt nicht unbedingt hier erstmal 8 Minuten lang in diesem Raum hier verbringen, wie alles abzusuchen. Bisschen suchen ist immer okay, aber wenn es dann irgendwann wirklich ein bisschen zu krass wird, nervt mich das auch auf jede Fälle. Ja, keine Ahnung. Also ich sehe bei diesem Raum hier in erster Linie nicht durch. Ich weiß nicht genau, wofür die da sind, die Räume. Gehen wir erstmal da rein, wo wir rausgekommen sind, weil wir haben ja noch eine Sache sozusagen, wo wir langlaufen können. Ist hier richtig? Ja, ne? Glaube. Genau, das war jetzt nämlich genau gegenüber bei dieser komischen, die große Treppe. Nochmal zur großen. Was hast du gerade gemacht mit mir, Alter? Die Pfeil, du Sau. Okay, große Treppe. Unten ist Wasser ohne Ende. Sehe ich aber jetzt nicht, was das uns bringen wird oder soll. Okay. Ich höre noch die, ne? Oh, hi. Immer erst den Fernkäfer platt machen und dann die anderen. Aber die können ja gar nichts hier. Hinten geht's weiter. Ein Licht? Okay, wir sind auf der richtigen Pferde, glaube ich. Weil nicht runter, Licht, ne? Aber richtig weiter geht's hier auch nicht. Uns? Hier geht es auch nicht so richtig weiter. Also ich kann mir vorstellen, dass wir so langsam, ich meine, wir können uns mal angucken, was der Licht so im Inventar hatte. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir so langsam zurück müssen und mal sagen müssen, was los ist und dann werden die uns nochmal hierher schicken und sagen, pass auf, ist die Daumen, ihr müsst das und das machen oder so, wisst ihr? Hier ist auf jede Fälle... Oh. Pass auf, Jungs, ich speichere mal ab, teleportiere mich mal zurück und rede mal nicht mit dem Typen, weil der hat eh keinen Plan, und rede mal mit Fedris. Hier, ihr sagt, die neuen Kreaturen kämpften gegen die dämischen Kreaturen. Das ist äußerst beunruhigend. Nur jemand, der mit großer Macht könnte diese mechanischen Kreaturen bändigen. Ein Malexia wird sich für die Neuigkeiten interessieren. Und sich direkt einen Reim draus machen. Das heißt, wenn ich euch mit wenigen Worten helfen kann, so ist es. Ich laufe jetzt wieder zu ihr und sag Bescheid oder was. Bade dich im Lichte meiner Gnade. Super. Seid gegrüßt, Innerstoren. Es ist schön, euch wiederzusehen. Der gute Väter hat mir über die bisherige Arbeit hier Gramfeste erzählt. Er meinte, dass ich eure Dienste nützlich finden könnte. Nach einiger Überlegung habe ich entschieden, dass es eine Verpflichtung gibt, die ihr zum
Abschluss bringen könnt. Was denn? Seit dem entsetzlichen Angriff auf die Stadt hat es in einigen beängstigenden Entwicklungen gegeben. Eine der störendsten ist ein Kult, der sich vor kurzem gebildet hat und von einem jungen Dummer namens Eno Romari angeführt wird. Sie nennen sich das Ende aller Zeiten. Jawohl. Ich befürchte, dass der Kult in diesen schwierigen Zeiten die Popularität gewinnt. Eno Romari, der Anführer der kleinen Kults, erlebt in Gramfester, wo er anscheinend keinen festen Wohnsitz hat. Er ist gefährlich in Ostoden. Bla bla bla, sie weiß aber nicht wo. Ende aller Zeiten, man weiß erst sehr wenig über sie. Ein beunruhigender Fakt ist jedoch bekannt. Die Leichen vieler ihrer Mitglieder wurden gefunden. Mindestens 7 sind bislang gefunden worden, tot in ihren Häusern. Sie hatten offenbar starkes Gift geschluckt und nicht einmal Magie konnte sie wieder erwecken. Wir müssen rausfinden, was die Truppe antreibt und die Stadt von ihr befreit. Sprecht mit Meralin Otan auf dem großen Basar. Ihr Bruder Sefil ist einer der Toten. Oh. Ermittelt so viel wie möglich und seid vorsichtig. Okay, also ich soll auf jeden Fall nicht schlucken, was sie mit ihm. Also, als nächstes sollen wir quasi Meralin Otan auf dem Basar ansprechen. Machen wir mal, was auch immer das jetzt mit dem ganzen anderen hier auf sich hat. Keine Ahnung. Würde ich sagen, gucken wir einfach weiter. Wir sehen uns dann. Bis denn.